ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Wir begrüßen Sie herzlich zu diesem Gottesdienst zum Fest der Auferstehung Jesu Christi von den Toten am Ostersonntag. Wir, das sind Pfarrer Dr. Achim Reis und ich, Pfarrer Andreas Heidrich. Wir freuen uns, dass wir mit Ihnen zusammen diesen Gottesdienst trotz Corona-Bedingungen feiern können. Die Lesungen und die Liedtexte werden eingeblendet. Wenn Sie mögen, dann lesen Sie mit und singen Sie mit. So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So, wir beten jetzt miteinander mit Ihnen Psalm 118 im Wechsel und das ist die Nummer 747 im Gesangbuch 747. Ich beginne mit den Jungs und den Männern und Charlotte Thiel spricht mit den Mädchen und den Frauen. So lasst uns beten. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber gibt mich dem Tode nicht preis. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden dort einziehen. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Du bist mein Gott und ich danke dir. Mein Gott, ich will dich preisen. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Amen. Wir beten. Herr Gott, Vater, ich preise dich. Du hast die Welt erschaffen, du bist der Herr meines Lebens, du bist der Herr der Zeit. Ich danke dir für die Ruhe der Nacht und für das Licht des neuen Tages. Leib und Seele sind dein, von dir ist alles, was geschieht. Herr Jesus Christus, du bist das Licht der Welt, das mich erleuchtet. Du bist die Wahrheit, die mich leitet. Du bist das Leben, nach dem ich verlange. Bewahre mich in deiner Liebe. Gib mir Geduld und Gelassenheit. Herr, Heiliger Geist, wecke meine Sinne und Gedanken. Schenke mir Fantasie und Klarheit, ein waches Gewissen, das richtige, passende, hilfende Wort und das sorgsame Tun, auf das ich etwas Sinnvolles schaffe, und auch an diesem Tag dir nachfolge. Herr, dreieiniger Gott, was du mir auch schickst, ich will es annehmen. Erfolg oder Misserfolg, Freude oder Mühe. Ich bitte dich für alle, die diesen Tag mit Sorge beginnen, mit Angst oder Schmerzen. Begleite uns alle, schütze uns, bewahre uns. Schenke uns neue Zuversicht durch die Worte zum Leben und die Musik, die wir erfahren und hören in diesem Gottesdienst. Amen. Thank you.
Vers 1 bis 8. Als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinauf und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen. Er hatte ein langes weißes Gewand an und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Siehe da, die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er von euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Selig sind die Gottes Worte hören und bewahren. Halleluja. Glaubens und sprechen miteinander in der Verbundenheit mit den Christen in der einen Welt. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Da wäre auch niemand eine Wette eingegangen.
Eine Wette darauf, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Eine Wette darauf, dass dieser gekreuzigte, gestorbene und begrabene Jesus von den Toten auferstehen würde. Aber Gott hat ihn nicht im Tod gelassen. Er hat ihm neues Leben geschenkt. Leben, das die Macht des Todes ein für alle Mal überwunden hat. Natürlich die Auferstehung Jesu von vor 2000 Jahren, das ist eine andere Kategorie als das für hoffentlich bald ersehnte Ende der Pandemie. Und Wetten helfen weder dem einen noch dem anderen Fall weiter, noch hätten sie weiter geholfen. Zur Problembewältigung helfen sie nicht. Weiterhelfen dagegen Glaube und Vertrauen. Der Glaube da hinein, dass wir in der Auferstehung Jesu erkennen können, so schlimm es auch ist, wenn der Tod zwischen uns Menschen tritt, der Tod hat doch nicht die letzte Macht über uns. Das Leben ist stärker als der Tod. Die Auferstehung sprengt die Fesseln von Raum und Zeit, sprengt die Fesseln der Endlichkeit. Und von dieser Botschaft erfüllt, lässt es sich in der Endlichkeit aushalten, können wir unsere Grenzen aushalten. Und weiter hilft das Vertrauen. Das Vertrauen darauf, dass wir in diesem Leben bei allem, was uns auch widerfahren mag, dass wir darin doch gehalten und getragen sind. Auch in der jetzigen Situation, auch in Zeiten der Pandemie. Es ist viel, was uns da allen abverlangt wird. Viel Geduld, viel Verzicht, viel Langmut. Und manches von uns ist noch weit mehr abverlangt worden. Dann, wenn es um existenzielle Fragen geht, dann, wenn Gesundheit und Leben bedroht sind, wenn die Pandemie Opfer in unserem unmittelbaren Kreis gefordert hat. Und vielleicht ist darüber hinaus dann unser Vertrauen schwach geworden, ist unser Glaube schwach geworden. Der Augenschein wird hier etwas anderes als das, was wir als die Botschaft vom Sieg des Lebens verstehen. Wenn wir auf das große Evangelium sehen, dann erkennen wir schnell, auch am leeren Grab war nicht die erste Reaktion Freude oder der Jubel. Die Frauen, die zum Grab geeilt waren, entsetzten sich vielmehr heftig. Und auch nachdem ihnen der Jüngling bzw. Engel die Auferstehungsbotschaft verkündet hatte, auch dann überwogen Zittern, Entsetzen und Furcht. Den Frauen war das mit der Botschaft vom Sieg des Lebens zunächst suspekt. Aber dann begriffen sie und auch die anderen Jünger immer klarer, was geschehen war, welche überwältigende Botschaft ihnen da gesagt worden war. Gott hat Jesus nicht im Tod gelassen. Er hat in dieser Auferstehung den Sieg des Lebens über den Tod manifestiert. Er hat ein unübersehbar kräftiges Ausrufezeichen hinter diesen Sieg des Lebens gesetzt. So kräftig, dass wir auch heute noch unsere Hoffnung und unsere Zuversicht aus diesem Osterereignis schöpfen können. Wir können daraus schöpfen in all den Nöten, die uns umtreiben. Wir können daraus schöpfen, wenn uns angesichts nicht enden wollender Weiterungen des Pandemiegeschehens der Mut abhanden kommt. Wir können daraus schöpfen, wenn wir immer mehr an Zuversicht verlieren, dass all dieses Geschehen letztendlich doch zu einem guten Ende kommen wird. Die Botschaft der Engel galt einst zuerst den Frauen. Die Botschaft der Engel, sie gilt heute uns allen. Ihr Sohn Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten, er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Ostern ist das Ende vom Ende. So heißt es in der Impulspost unserer Landeskirche, die dieser Tage verschickt worden ist. Und wir können ergänzen, Ostern ist der Neuanfang des Lebens. Ostern ist die kräftige Einladung an alle von uns, neu anzufangen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen im Sinn, in Christus Jesus. Amen.
Hilf uns, in der Osterfreude zu leben und unseren Alltag als Christen zu gestalten. Lass uns die Zeichen deiner Güte in unserem persönlichen Leben entdecken und hilf uns, auch in schwerer Zeit auf deinen Beistand zu vertrauen. Gott der Vergebung, lass uns gestärkt von diesem Gottesdienst Wege des gegenseitigen Verstehens, der Vergebung und der Gemeinschaft suchen und finden. Lass unsere Gemeinde vor Ort eine Heimat sein für Menschen, die Glaube, Hoffnung, Nächstenliebe und Verständnis suchen. Treuer Gott, segne alle, die Schritte des Friedens wagen in einer oft friedlosen Welt. Fördere das Miteinander der Generationen und der verschiedenen Kulturen in unserer Stadt und in unserem Land. Segne alle, die für in Not geratene Menschen sich einsetzen, ob diese schon lange hier leben oder gerade erst zu uns gekommen sind. Gott der Gnade, dein Licht der Auferstehungshoffnung leuchtet für alle, die wegen ihres Glaubens an dich verfolgt sind, die unter Krankheit leiden sind oder im Sterben liegen. Es leuchtet auch als Zeichen für eine Verwandlung der Welt zum Guten. Gott der Liebe, hilf, dass wir einander beistehen in Zeiten von Corona. Stärke alle, die im Krankenhaus oder im Seniorenheim Menschen beistehen und sie zu retten versuchen. Sei besonders bei all jenen, die um einen geliebten, verstorbenen Menschen in diesen Tagen trauern. Lass dein Licht der Zuversicht uns aufgehen, wie damals am Ostertag, und lass es immer wieder hell werden in uns durch Jesus Christus, den auferstandenen Retter für uns alle. Amen. Und alles, was wir sonst noch hoffen und wünschen, legen wir gemeinsam in das Gebet, das Jesus selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zeichnen. Es lohnt sich, da noch einmal drauf zu schauen. Wir freuen uns, wenn wir am Ostermontag gemeinsam mit der katholischen Gemeinde Gottesdienst feiern können. Auch dazu gibt es einen Hinweis noch einmal im Internet. Und im Internet finden Sie auch die näheren Angaben zur Kollekte, die wir am Ostersonntag erbitten.
Die Osterkollekte geht üblicherweise für die Arbeit mit Jugendlichen in den Dekanaten und Gemeinden. Hinweise dazu auf der Homepage unserer Gemeinde und auf der Homepage unserer Landeskirche. Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes und ein frohes Osterfest. Lassen Sie uns in die weiteren Ostertage unter Gottes Segen gehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.